Ja, hallo. Ich freue mich mal hier zu sein. Ich kenne eure Gemeinde vom Hörensagen und vom Erleben. Also vom Hörensagen schon ein bisschen länger, vom Erleben noch nicht ganz so lange. Heute das erste Mal, dass ich hier überhaupt einen Gottesdienst richtig mitfeiere. In euren neuen Räumlichkeiten, die ja noch gar nicht so alt sind. Genau, mein Name wurde schon genannt. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und wir sind jetzt seit etwas über 7 Jahren in Thalheim. Und ich bin der Pastor. Und ich muss schon sagen, das Erzgebirge ist schön und wir sind auch gerne hier. Ich komme ursprünglich aus Berlin, das hätte ich nicht so gedacht. Aber man kann sich ja weiterentwickeln. Ne? Genau, ihr habt es auch schon gehört, ich habe hier im Erzgebirge Verwandtschaft. Ihr seid ihm bestimmt schon mal über den Weg gelaufen. Näheres dazu nicht jetzt. Und ehrenamtlich bin ich Leiter des Landesverbandes. Also wenn ihr schon irgendwas mal aus dem Landesverband gehört habt oder auf einem Landesverbandsrat wart und ich versuche das mit meinen Mitstreitern so ein bisschen zu koordinieren. Aber dazu kommen später noch mal ein paar Infos. Unser Predigtext, der steht im Philipperbrief, da komme ich gleich zu. Es gibt im Advent 4 Wochensprüche, die dahin deuten sollen, was denn passiert zu Weihnachten. Die uns hinführen sollen zum Weihnachtsfest. Und ich habe einen Adventspruch rausgesucht heute, der hat etwas mit Freude zu tun. Tim, ne? Du haben vorher nicht miteinander gesprochen. Er blieb so ein bisschen im Dunkeln, hat sich irgendwie auf Freude vorbereitet und ich finde, das passt dann ganz gut. Da sieht man auch wieder, wie Gott uns da zusammenführt über die Entfernung. Ja, Freude. Gerade in der Vorweihnachtszeit, da ist ja so viel los und wir sind voll mit ganz schön viel. Und hier werden wir aufgefordert, uns zu freuen. Und freut ihr euch? Na, das war ja prima und so überzeugend. Geht euch Weihnachten schon auf den Keks jetzt? Wenn man mal so rausguckt, Krisen ohne Ende, Weihnachtsmärkte zum Frieren und arm werden, Deutschland ist aus der WM raus, aber die WM ist ja auch nicht gerade sowas zum Freuen, ne? Und ihr Lieben, wann kann man sich denn eigentlich freuen? Gibt es einen richtigen Moment dafür? Ja, vielleicht, wenn der Weihnachtskalender aufgegessen ist und Weihnachten da ist, kann man sich an Silvester freuen, wenn Corona endlich vorbei ist oder der russische Krieg in der Ukraine. Wisst ihr, ich hoffe, dass ihr euch nicht wegen bestimmter Momente freut. Denn es ist wichtig, die wahre Quelle der Freude anzuzapfen. Und deswegen lese ich den Predigtext aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 4 bis 9 und Vers 4 und 5 ist dann dieser Wochenspruch, der kommt dann eigentlich am 4. Advent. Da steht, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Es geht in diesem Text, es gibt so viel an diesem Text, was tatsächlich Weihnachtsfreude hervorrufen kann. Denn mit Weihnachten beginnt ja etwas völlig Neues. Der Himmel kommt auf die Erde, Gott wird Mensch und sowas gab es noch nicht. Okay, ein bisschen Freudetraining, ja.
Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Paulus benutzt hier ein Imperativ, eine Aufforderung, tu es, los, jetzt, freu dich gefälligst. Hier können wir das erste Missverständnis erkennen. Ja, es ist ein Imperativ und trotzdem geht es hier aber nicht um irgendeine Fassade, dass du ständig grinsend durch die Gegend läufst. Paulus sagt ja so etwas nicht ohne Grund. Warum sollen wir uns alle Wege im Herrn freuen? Die Antwort, der Herr ist nahe. Und es scheint irgendwie ein Widerspruch zu sein, sich im Herrn zu freuen, wenn der Herr aber noch nicht da ist, sondern nur nahe, im Herrn. Aber im Herrn ist eigentlich eine ganz tolle Kombination, eine tolle Verheißung. Im Herrn oder auch in Christus zu sein, ist eine Wortgruppe, die sehr oft im Neuen Testament und auch bei Paulus vorkommt. Es geht nämlich nicht darum, mit oder für Jesus zu leben. Manche Christen leben für Jesus. Würde ich sagen, mach das nicht. Ja. Lebt mit Jesus, aber nicht für ihn. Das heißt, in Beziehung zu Jesus zu leben, in Christus sein. Aber wie bekommen wir denn nun diesen Widerspruch gelöst? Das Geheimnis liegt im Zeitpunkt der Abfassung dieses Briefes. Es ist nämlich ein neutestamentlicher Text. Eigentlich liest man den am 4. Advent, ne, wenn man so im Kirchenjahreskreis unterwegs ist. Aber hier geht es eben nicht nur um das erste Kommen Christi, sondern auch um die Wiederkehr. Und noch einen Schritt mehr in das Geheimnis. Der Schlüssel dieses Geheimnisses ist die Tatsache, dass Jesus gestorben ist, begraben, auferstanden und er ist bei den Menschen durch seinen Heiligen Geist. Und ihr wisst es, zu Pfingsten wurde der Geist Gottes ausgegossen. Der Herr ist in uns durch den Heiligen Geist. Näher geht es gar nicht. Wir als Christen, die sich vor der Welt zu ihm bekennen, wandeln im Herrn. Also es sollte so sein. Und es sollte so sein, dass zwischen Jesus und uns vielleicht so etwas existiert wie Liebe. Ja. Wenn ihr eine Liebesbeziehung zu Gott habt. Also ich frisch Verliebte, ne, kennen das ja, die Augen strahlen. Ja. Man möchte gern in der Nähe des anderen sein. Ja. Und wenn man beim anderen ist, dann ist da auch Freude da. Denn es gibt nichts Schöneres als diese nahe Gemeinschaft miteinander. Ja? Wer ist das? Da freut sich gerade einer. Es ist Freude da, wenn man sich hat. Und da Jesus ja durch den Geist präsent ist, ist er immer anwesend. Was für ein Grund zur Freude. Und deshalb spricht Paulus von der Freude im Herrn. Der Herr ist nahe. Das griechische Wort engus steht für die räumliche und zeitliche Nähe. Und all das geht uns etwas an. Ja, wir warten auf die Wiederkehr Jesu, aber was uns eigentlich Freude macht, ist seine spürbare Nähe jetzt. Und nicht, ob er irgendwann oder wann er denn wiederkommt. Da können wir lange warten, kürzer oder länger, wir wissen es nicht, wann Jesus wiederkommt. Aber wir wissen, er ist da, er ist spürbar, er ist durch seinen Heiligen Geist bei uns. So sieht's aus. Wir kennen diesen Zeitpunkt nicht. Deswegen konzentrieren wir uns lieber auf die Nähe, die wir tatsächlich haben und wahrnehmen. Im Lukas 10, Vers 20 steht, da kommen die Jünger gerade von ihrer Aussendung zurück, ne, haben super krasse Erfahrungen gemacht mit Geisteraustreiben und Heilungen und so weiter. Und Jesus sagt dann, doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das bedeutet, Gemeinschaft mit Christus haben, auch gewiss zu sein, ja, ich habe meine Gemeinschaft mit Jesus auch über diese Welt hinaus.
und sollte dich Jesu Nähe kalt lassen, dann lade ich dich dazu ein, ihm die leeren Hände hinzustrecken und darum zu beten, dass sie gefüllt werden. Nächste Woche ist Nikolaus, vielleicht ist das eine Erinnerung. Ja, lass dich füllen. Ja, dusch vorher, wie man die Stiefel putzt, und dann lass dich füllen mit Gottes Heiligen Geist. Gott kommt ganz nah, so nah, dass er sogar in uns einzieht, und im Herrn zu sein, der Herr in uns, das ist Realität. Die Verse 4 und 5 dieses vierten Kapitels aus dem Philipperbrief gehen ja insgesamt so: Freut euch im Herrn alle Zeit. Und wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde oder eure Güte soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Und hier taucht noch ein weiteres faszinierendes Wort auf, Milde. In alten Luther-Übersetzungen steht das Wort Lindigkeit. Habe ich vorher noch nicht gehört. Was ist damit gemeint? Dazu nochmal ein kurzer Ausflug ins Griechische. Dieses griechische Wort hat so viele Bedeutungen, deswegen kann man es ganz schwer übersetzen, so und so ist es. Denn es hat die Bedeutung Sanftmut, Nachsicht, Geduld, Sittsamkeit. Und das sind nur ein paar Worte für dieses Wort, Milde. Das griechische Wort heißt Epikaia. Und wenn ihr ein Fremdwort heute lernt, dann merkt euch Epikaia. Epikaia. Im Vers würde das bedeuten, lasst alle wissen, dass ihr dem Menschen auf halbem Weg entgegenkommt. Ja, im griechischen Sprachgebrauch ging es darum, selbst wenn etwas rechtlich richtig zu sein schien, konnte es aber manchmal ungerecht gewesen sein. Im Sinne von Rechtsprechung ist nicht unbedingt identisch mit Gerechtigkeit. Es geht um die Gelassenheit gegenüber Menschen, die Fehler machen, auch wenn sie nicht mit Jesus leben. Es geht nicht darum, dass der Buchstabe des Gesetzes das letzte Wort hat, sondern dass das lebendige Wort das letzte Wort hat. Jesus hat das Gesetz erfüllt und deshalb kann er über uns Recht sprechen. Und das bedeutet Epikaia. Gerade unter uns Christen sollte Epikaia eben kein Fremdwort sein. Also merkt euch das, dann habt ihr was gelernt heute. Alle Menschen sollen wissen, dass wir Christen diejenigen sein sollen, die ihm nicht gleich urteilen oder gar verurteilen. Meist sehen wir ja sowieso nur einen Bruchteil von einer Person vor uns. Und da ist zum Beispiel der Spruch, der erste Eindruck zählt, für uns Christen eigentlich schon Quatsch. Nicht der erste Eindruck zählt, sondern es zählt darum, wie wir die Menschen kennenlernen und ihm eben auch eine zweite, eine dritte, eine vierte Chance geben, wie Christus sie uns auch gibt. Epikaia. Milde Lindigkeit. Um dieser Versuchung, Menschen zu verurteilen, zu vermeiden, sollen wir lieber unseren Blick auf den Herrn lenken und uns an ihm freuen. Also wieder ein Fremdwort gelernt, Checkliste abgehakt, Epikaia. Und wann haben wir noch einen Grund, uns zu freuen? Wenn uns weniger ablenkt. Vers 6 und 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ich weiß, dass es immer Dinge gibt, die uns Sorgen machen. Es gibt viele Arten von Sorgen. Sorgen um das Materielle, Sorgen um Familie und Freunde, Sorge bei Krankheit, Sorge, dass man Fehler macht. Und doch wird uns die Sorge um etwas nicht voranbringen. Was hier nicht gemeint ist, dass man sich kümmern soll. Ja? Also wenn du gewisse Sorgen oder Probleme hast, die du lösen kannst, dann löse sie. Aber hier geht es eben nicht nur um das, was man tun könnte, sondern hier ist die Sorge angesprochen, die, wenn ich ihr nachgehe, nichts bewirkt. Außer eben, dass sie meine Freude trübt. Sorgen, die ich nicht lösen kann, machen mich kaputt. Ja, bitte versteht es nicht falsch. Und jetzt ist euch alles irgendwie gleichgültig, ja, was ihr nicht ändern könnt. Das meine ich nicht. Aber zum Beispiel, ja, der Krieg in der Ukraine. Ich persönlich kann ihn nicht lösen.
Er betrifft mich, er macht mich richtig betroffen, weil ich da selbst Freunde habe. Aber ich kann diesen Konflikt nicht lösen. Aber es gibt einen richtigen Umgang mit dieser unlösbaren Sorge, wo eben auch gleich Freude aufkommt. Denn es gibt ein Geheimnis, man kann die unlösbaren Sorgen bei Gott abgeben. 1. Petrus 5, Vers 7. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Im Kontext dazu geht es auch darum, dass wir aufpassen sollen, dass uns der Teufel nicht erwischt. Erwischen tut er uns, wenn man Gott nicht mehr das Unmögliche zutraut. Also wenn wir anfangen zu denken, Gott hilft uns vielleicht nicht. Hier im Philipperbrief will uns Paulus erinnern, was uns Freude gibt. Die ganzen Bitten können wir in Gebet und Flehen vor Gott bringen. Aber eben auch immer mit Danksagung dafür, dass Gott ein Ohr für unsere Anliegen hat. Danksagung, weil er sich den Nöten und Ängsten, die unsere Sorgen begleiten, annimmt. Ihm sind wir eben nicht egal. Und wenn wir Gott unsere Ohnmacht gegenüber unseren Sorgen eingestehen und unsere leeren Hände hinhalten, ich glaube, dann wird sich Frieden einstellen. Frieden nämlich, der nicht aus Sorglosigkeit kommt, sondern ein Frieden Gottes, der daher kommt, dass die Sorgen, ja vernunftsmäßig, die vielleicht vernunftsmäßig riesengroß zu sein scheinen, aber die verblassen im Lichte Gottes. Höher als alle Vernunft steht hier. Unsere Vernunft sagt uns, dass Unmögliches unmöglich bleibt und dass wir uns um alles selbst kümmern müssen. Aber du kannst nicht auf Gott vertrauen, dass er alles tun kann, wenn du so lebst, als ob Gott gar nichts kann. Ich habe zu Hause ein tolles Buch liegen, das heißt Der fromme Atheist. Das sind Menschen, die an Gott glauben, aber so leben, als ob alles von ihnen abhängt. Vielleicht kennst du das. Wir sollen glauben und so leben, als ob eben alles von Gott abhängt und nicht von uns. Und wir können so viel mehr erleben, wenn wir unsere Sorgen und Nöte bei Gott lassen. Wenn wir das, was für uns unmöglich scheint, bei ihm lassen. Und so erleben wir Gottes Handeln in unserem Leben. Und vielleicht kennst du die krasse Lebenslüge und hast sie schon mal gehört. Sie heißt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und das ist so eine Lüge, die besagt, dass Gott eigentlich gar nicht helfen kann und du alles alleine tun musst. Das ist Irrlehre. Was ist denn das für ein Gott, der erst helfen kann, wenn ich mir selbst geholfen habe? An diesem Gott kann ich keine Freude haben. Dieser Gott ist auch nicht Mensch geworden. Und wir feiern auch nicht Weihnachten für diesen Gott, sondern wir feiern Weihnachten für und mit dem Gott, der gerade unmögliche Dinge tut. Die Weihnachtsgeschichte ist voll mit Unmöglichkeiten. Wie hätte Maria aus ihrer misslichen Lage herauskommen sollen? Elisabeths und Marias Schwangerschaft. Die Männer, die dann auch zu ihren Frauen gestanden haben. Der König, der den Messias nicht umbringen konnte. Advent und Weihnachten sollen uns dazu bringen, tatsächlich demütig mit leeren Händen vor Gott, von Gott das Unmögliche zu erbitten und zu erwarten. Uns die Hände mit seinem Segen und Heil zu füllen, dass in uns sein Frieden einzieht und wir nicht eben durch diese Welt hetzen brauchen, so wie vielleicht manch anderer. Lasst eure Sorgen bei Gott, sagt ihm Dank für seine Zuwendung. Und wenn dir Danke sagen schwerfällt, dann sieh es als Übung. Finde in den nächsten Tagen jeweils 3 Dinge oder Momente, für die du Gott Danke sagst. Und wenn du vergesslich bist, schreib sie dir auf. Und schieb diese Sachen auch nicht auf den Zufall. Danken schützt für Wanken. Und Loben zieht nach oben, deswegen wollen wir auch immer wieder in den Lobpreis gehen. So, unser Predigtext ist noch nicht zu Ende. Und er hat noch ein paar Überraschungen bereit. Ich lese noch die Verse 8 und 9. Weiter, liebe Geschwister, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat,
sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Und wie geht Freude, wenn wir als Geschwister zusammen sind? Wo ist das Lob über gut gemachte Dinge? Können wir Lob gut annehmen? Oder kriegen wir dann immer irgendwie ein Aber über unsere Lippen? Und das hast du gut gemacht. Naja, aber nicht wirklich. Oder aber ich weiß, wo ich Fehler gemacht habe. Warum können wir so schlecht Lob annehmen? In Kritik sind wir immer ganz schnell. Aber Lob ausdrücken und dann, vielleicht ist Lob ausdrücken gar nicht so schwer, aber versuch mal Lob anzunehmen. Das ist schwierig. In Kritik sind wir ganz schnell, aber Lob zu geben oder Lob tatsächlich anzunehmen sind schwierige Übungen. Nicht gemeckert ist genug gelobt, ne? Das kommt euch bekannt vor. Okay. Und ihr Lieben, wir brauchen da eine neue Kultur. Und egal, ob ihr Erzgebirger seid oder wie ich Uhiesche. Ne? Lasst uns miteinander Lob teilen, Freude teilen. Lasst uns mitteilen, was uns Freude macht, am anderen auch. Falsche Bescheidenheit finden wir in christlichen Gemeinden ganz oft. Wird gelobt, dann ist alles für den Herrn. Wenn was schief läuft, dann ist meine Schuld. Wenn wir Eigenarten, Entscheidungen oder Taten von anderen für gut empfinden, dann sagt es einfach. Sagen wir es. Und wenn wir ein Lob empfangen, dann sollten wir es annehmen und uns darüber freuen. Ich freue mich über eure Aufmerksamkeit. Ja, da hat schon mal jemand was gelernt. Und da die Frage, worüber könnt ihr euch in eurer Gemeinde freuen? Ich war noch gar nicht so oft hier in euren neuen Räumlichkeiten, aber ich finde es total cool, hier zu sein. Und dass wir hier Gottesdienst feiern können. Und dass alles fertig ist. Aber ich weiß auch, hat lange Zeit gedauert, ne? Aber ist doch super, können wir Gott danken, dass wir hier sein dürfen. Und dass ihr diesen Schritt gewagt habt hierher. Und bestimmt gibt es auch immer wieder Unstimmigkeiten, aber ich freue mich über begabte Mitarbeiter in den Gemeinden. Begabte Mitglieder kommt da wahrscheinlich dazu. Ich freue mich über ehrliche Menschen in der Gemeinde. Ich freue mich über Jugendliche und Kinder. Über Geschwister, die sich einbringen. Egal, Technik, Reinigungsdienst, Musikgruppe, Kindergottesdienste oder wo man sich auch immer einbringt. Und hier, durch den Philipperbrief, hilft uns Paulus, dass wir uns unsere Bedürfnisse nach Anerkennung und das fröhliche Miteinander eben nicht gefährden, indem wir harte Herzen bekommen und griesgrämig werden. Ich freue mich über diejenigen in der Gemeinde, auch die einen guten Ruf haben. Und das macht mich echt froh und dankbar, wenn ich höre, man redet gut von dem in der Stadt. Das macht mich froh und da bin ich dankbar. Und das Tolle daran ist, dass es solche Menschen wahrscheinlich gar nicht wissen, dass sie so einen guten Ruf haben. Advent und Weihnachten zielen darauf hin, dass Menschen Menschen sind und Gott zu den Menschen kommt. Und gerade weil sie Menschen sind und ihn brauchen. Und wir brauchen Menschen um uns, die Kinder Gottes sind. Christus durch sie ist es, der uns in unserem Leben zur Seite steht. Und wir, die Kinder Gottes, in denen Gott wohnt, wir sind diejenigen, an denen sich die Menschen orientieren. Die Menschen, die Gott nicht kennen. Und wenn sie diese Freude bei uns finden, boah, das wäre doch was. Und wenn sie die Freude bei uns nicht finden, das sollte uns betroffen machen. Es ist die Freude, zu der uns Paulus auffordert. Freut euch. Warum? Weil Gott da ist. Wir feiern bald Geburtstag.
weil das Geburtstagskind lebt und erfahrbar ist. Adventszeit bedeutet, mach dir bewusst, was Jesus in deinem Leben tut. Und Jesus tut etwas in deinem Leben. Jesus tut etwas in unser aller Leben. Lass uns danach ausstrecken, lass uns Jesus fragen, wo er handeln möchte. Und ich glaube, dass Jesus uns allen zeigen möchte, wie er handelt. Ich wünsche uns dazu eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit, in dem wir die Nähe Gottes erfahren können. Amen.